Oh, und damit es keine Missverständnisse gibt, hier ist nochmal das gute Stück. Gehen wir mal langsam rum. Du sagtest was von Unfallschaden. Also es ist nicht so wirklich was. Hier ist eine Beule in der Tür, eine kleine Beule im Dach. Hier hat er an den Ecken leider ein bisschen Rost. Muss die Windschutzscheibe raus, aber dann kommt man da ran. Der Kotflügel auf der Beifahrerseite sieht gut aus. Hier ist die Front. Geh mal unter die Haube. So, die Innenkotflügel machen echt einen guten Eindruck. Selbst da, wo die Batterie steht, ist das okay. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Rechner noch ein Video habe von dem Unterboden. Eigentlich war da mal was. Hier, die Haube sieht gut aus. Der Kotflügel ist scheiße. Und zwar hier hinten. Hier ist auch die Ecke so ein bisschen. Tür ist okay. Was ich ganz gut finde, die schließen also super, hängen nicht durch, wie so üblich. Innenraum, das Lenkrad ist ein Sportlenkrad mit gar nichts drauf. Hier liegen noch Einzelteile. Hier ist noch eine zweite Lenksäule, die würde ich sagen, gehört nicht dazu. Wenn du sie ja unbedingt haben willst, dann sag es. Hinterachse ist natürlich drin. Hinterachsen sind drin. Ja, Kofferdeckel kaputt.